Hallo und willkommen mal wieder zu einem Börsenupdate. Ich war heute mal wieder in Mannheim bei der Filmbörse und zwar heute Samstag der 14. Leider nicht Freitag der 13., der war nämlich gestern. Und ich habe mir ein paar Filme geholt, alles Horror-Trash-Ecke würde ich mal sagen. Obwohl Trash, naja, doch, ist ja auch dabei. Es sind nur 5 DVDs, weil eine so viel gekostet hat wie 100 Stück, aber dazu gleich mehr. Noch ein Grund, warum ich Mediabooks so liebe. Wir fangen gleich mal an und zwar mit dem ersten und das ist Creepshow 2. Warum 2? Ja, weil ich nur 2 gefunden habe. 1 habe ich bestellt aus England, der müsste die Tage bei mir eintreffen. Ich kenne diese Reihe nicht, das ist ja irgendwie eine Anthology-Reihe aus den 80ern. Ich weiß nicht, George Romero und Stephen King haben hier... Zumindest, glaube ich, im ersten Teil ihre Finger im Spiel. Hier präsentieren sie es zumindest. Die DVD ist hier von meinem Lieblingshändler auf der Börse, denn er hat viele amerikanische DVDs. Das heißt, hier ist keine deutsche Tonspur drauf. Und in Deutschland, die Veröffentlichung ist auch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr geguckt, aber es gibt, glaube ich, zu diesem Film, zu der Creepshow-Reihe, viele Bootlegs, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht, ob es den Film überhaupt ungeschnitten irgendwie in Deutsch offiziell gibt. Entschuldigt bitte diesen etwas härteren Cut, denn da ist meine Speicherkarte auf einmal voll gewesen. Also nochmal zurück, wie gesagt, ich weiß nicht so genau, ich kenne mich nicht so aus mit den deutschen Veröffentlichungen und deswegen habe ich hier auf die amerikanische zurückgegriffen und mit 5 oder 6 Euro, was der Film gekostet hat, denke ich mal, ist auch ein fairer Preis. Weiter geht's, die habe ich schon angefangen aufzupacken, bis ich gemerkt habe, dass die Kamera gar nicht mehr aufnimmt. Das nächste ist The Beast in the Cellar, deutscher Titel ist, glaube ich, Der Keller. Es gibt ja auch eine deutsche Veröffentlichung, aber da war mir der Preis, ehrlich gesagt, der Preis zu hoch und hier 5 Euro war es, glaube ich, jetzt habe ich es weggeschmissen, ich glaube, es war 5 Euro. Ebenfalls aus Amerika. Bild- und Tonqualität kann ich natürlich nichts sagen. Über den ganzen Film kann ich nicht viel sagen, außer dass es ein Horror-Gruselfilm ist von 1971 aus England über ein Biest im Keller. Und ja, wie gesagt, ich habe die deutsche Veröffentlichung überall rumstehen sehen. Schon seit einiger Zeit gibt es die ja schon lang, was weiß ich wie lang, wahrscheinlich schon Jahre. Und der Preis hat mir nie gefallen und das hat mich nicht so angesprochen. Aber jetzt für 5 Euro habe ich es dann doch mal mitgenommen. Ich hoffe mal, das ist kein kompletter Reinfall. Dann habe ich hier einen Film gefunden, Sweet 16. Deutscher Titel wird wohl Blutiges Inferno sein von 1983. Wie der Händler hier schön reingemacht hat, diesen Zettel. Ebenfalls für 5 Euro habe ich mir gerade den Trailer angesehen. Sieht ganz interessant aus. Ich glaube, er wird nicht ganz so blutig sein. Wie gesagt, hier ebenfalls. Das ist jetzt auch die letzte DVD aus Amerika ohne deutsche Tonspur. Und in der Hauptrolle haben wir hier wohl Bo Hopkins. Und so wie ich das gelesen habe, spielt Dana Kimmel auch eine Rolle. Bekannt natürlich aus Freitag der 13., den dritten Teil. Ist sowohl ein kleiner Teenie-Slasher aus den 80ern und da, das ist ja sowieso eins meiner Lieblingsgenre. Und ich denke mal, da kann man nicht viel falsch machen. Ich habe von dem Film überhaupt noch nichts gehört. Blutiges Inferno ist komplett an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung, ob es deutsche Veröffentlichungen offizielle gibt, aber... ja, es ist definitiv an mir vorbeigegangen und ich bin auf diesen Film wirklich sehr gespannt. Als nächstes definitiv Kategorie Trash. Was soll man auch von einem Film halten, der The Bunny Man Massacre heißt? Ich habe mal vor einiger Zeit, das ist mir im Kopf rumgespuckt, einen Trailer oder einen Vorschau auf YouTube gesehen. Das fand ich schon sehr skurril und jetzt habe ich diesen Film hier gesehen. Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt schon raus ist. Uncut, hoffen wir mal, dass es stimmt, für 9,99. Ob das so ein Sonderpreis ist, weiß ich nicht. Aber ich mag ja auch Trash und guckt euch das an hier. Ein Bunny als Killer, es sieht ja schon sehr, sehr skurril aus und... die Veröffentlichung ist von NSM Records, hier mit Wendecover, obwohl das eigentlich gar nicht nötig ist, denn ist ja sowieso wahrscheinlich exklusiv für Österreich oder sonst was, steht gar nicht drauf, keine Ahnung. Ja, also ich weiß nicht,
das Cover sieht schon sehr interessant aus. Das hört sich schon sehr lustig an. Und da lasse ich mich mal komplett überraschen. Das kann ein Hit sein, aber auch könnte auch der absolute Reinfall sein. So, jetzt ein Film-Media-Book, das mich sage und schreibe. Ich hoffe, ich habe ja nicht den teuersten Preis genommen. 35 Euro gekostet hat, was absolut die Preispolitik mit den Mediabooks ist scheiße. Warum ich ihn genommen habe für 35, er lag noch bei anderen Händlern aus, aber die haben stellenweise 40 bis 45 Euro dafür verlangt und da ist natürlich meine Schmerzgrenze erreicht. Ich gebe keine 45 Euro für einen Film aus, den ich auch noch gar nicht kenne. Der große Hype ist natürlich nur, weil dieser Film beschlagnahmt ist, glaube ich das, ja, der ist beschlagnahmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Es handelt sich natürlich um The Orphan Killer im Mediabook. Ja, ich liebe Mediabooks. Ja, wirklich fantastisch. Es kommt ja wirklich mittlerweile jeder Trash-Scheißfilm als Mediabook raus für 30 Euro, wo ich mir echt nur an den Kopf greife, was für Veröffentlichungen rauskommen, nur um noch ein paar Euros zu machen. Und na gut, ich konnte bei diesem Film jetzt nicht widerstehen. Das sieht ja schon recht interessant aus. Ich denke mal, dass das alles gar nicht so... Der Film wird wahrscheinlich nicht der absolute Hit sein, wie das Cover es hier verspricht. Was weiß ich, was habe ich da hinten gelesen? Der Serienkiller des 21. Jahrhunderts. Matt Farnsworth ist die Zukunft des Horrors. Das bezweifle ich jetzt doch mal, ohne den Film zu kennen. Der Film hat eigentlich in Deutschland mehr Aufmerksamkeit erregt, weil er beschlagnahmt worden ist. Und da werden die Filme natürlich, jeder ist dann scharf drauf, egal ob sie schlecht sind oder nicht. Einfach nur darum, weil sie beschlagnahmt sind. Ich muss gestehen, der Film an sich, da gehen wir nochmal kurz durch, da sind ja ein paar blutige Bilder drin. Der Film spricht mich schon an, hört sich an wie ein netter Slasher, wahrscheinlich so im Lay-to-Rest-Stil, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne noch nicht, aber nochmal zurück zur, ich reg mich immer wieder auf. 35 Euro ist, finde ich natürlich, absoluter Wucherpreis oder, wie gesagt, stellenweise bei manchen Händlern für 45 Euro. Gut, er ist limitiert, aber darauf kann ich ehrlich gesagt, das ist für mich nicht so wichtig. 1000 Stück gibt es wohl von diesem Teil. Für mich auch nur definitiv Geldmacherei mit dieser Limitierung. Aber was soll's, jetzt habe ich mir den Film gekauft. Ich hoffe, es ist sein Geld halbwegs wert. Wir haben ja hier wohl eine DVD und eine Blu-ray. DVD und eine Blu-ray, ja, so ist es. Zum Film, wie gesagt, ich habe mir den Trailer angeguckt. Es sieht schon recht interessant aus, aber ich denke mal, er wird jetzt nicht so der Überslasher des Jahrhunderts sein. Aber ich bin mal gespannt. Das war's auch schon wieder. Wie gesagt, nur 5 Filme, weil dieser hier mit 35 Euro schon ganz schön reingeschlagen hat. The Orphan Killer, The Bunnyman Massacre, Sweet 16, The Beast in the Cellar und Creepshow 2. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal.